Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch eine weitere Episode von Dein Team vorstellen. Das heißt, ich werde wieder eure Teams bewerten, die ihr mir zuvor auf Instagram gesendet habt. Auf Instagram heiße ich FIFA Allstars Underline David, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und mir dort eben auch euer Team senden. Das Wichtige ist, dass das Team halbwegs kreativ ist und dass es vielleicht auch ein Hybrid ist und so. Also ich werde jetzt nicht so ein 100k BPL Team mit reinnehmen. Das ist einfach ein bisschen zu langweilig. Deswegen versucht da wirklich vielleicht mit Legends zu arbeiten, also mit Icons. Vielleicht aber auch mal so mit einer russischen Liga oder so. Also einfach mal ein bisschen was ausgefallener ist. Denn exotischere Teams werde ich eher reinnehmen als Standard-Teams. Das ist auf jeden Fall ja, wichtig, falls ihr mir euer Team eben senden wollt. Dann macht das eben, wie gesagt, aber halt, wie gesagt, ja, kreative Teams wären sehr gut. Und dann noch ein kurzes Update zu meinem Gesundheitsstand für alle, die es interessiert. Ich hatte eine Nasenscheidewand-Operation und deswegen war ich in den letzten Tagen auch ein bisschen bedient. Ich werde auch noch für die nächsten Tage ein bisschen angeschlagen sein. Das ist einfach so, weil ich jetzt erst heute Morgen diese Plättchen rausbekommen habe. Aber ich gebe mein Bestes, um wirklich viele Uploads zu machen und ihr hört es auch an meiner Stimme. Die ist jetzt nicht mehr so verschnupft, weil die Nase jetzt einfach frei ist und ich jetzt auch durchatmen kann durch die Nase. Ja, halbwegs. Also es ist halt noch ein bisschen verstopft und alles, aber es geht, Leute. Es geht und deswegen wird es viele Uploads für euch geben in nächster Zeit. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und dann würde ich sagen, beginnen wir eigentlich auch schon direkt mit der heutigen Dein Team Episode. Ja, ihr seht hier schon das allererste Team. Im Tor hat er dann noch einen Fährmann. Den habe ich allerdings verkauft gehabt, deswegen ist er jetzt da nicht mehr drinnen. Deswegen packe ich ihn jetzt nochmal extra rein. Fährmann im Tor, ja. Linksverteidiger ist David Alaba. Dann hat er Boateng, Manolas, Florenzi, Nainggolan. Dazu dann noch Vidal, Mertens als ZOM, dazu Del Piero als Prime Icon und dann Dybala und vorne noch Hernandez als Prime Icon. Also das Team ist sowieso mal absolut genial und auf jeden Fall sehr, sehr Weekend League tauglich. Ja, also man kann hier natürlich was verbessern, aber an sich ist es schon sehr, sehr stark, das Team. Und ich habe jetzt aber trotzdem vier Sachen rausgesucht für dich, die man eventuell ein bisschen upgraden könnte. Und die erste Verbesserung wäre meiner Meinung nach dann doch Manuel Neuer. Viele Leute sagen, Fährmann ist besser als Manuel Neuer. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass Neuer besser als Fährmann ist. Einfach auch jetzt von den Werten und so natürlich, aber halt auch, weil ich beide schon gespielt habe. Ich habe Neuer sehr, sehr lange gespielt und der hat mir wirklich viele Tore gerettet, also viele Gegentore gerettet, die ich eben sonst bekommen hätte. Und Fährmann war ein bisschen anfälliger, muss ich sagen, und die Werte sprechen halt einfach ganz klar für Manuel Neuer, deswegen würde ich dir hier Manuel Neuer empfehlen. Und dann hast du hier so ein, ja, so ein AS-Rom-Dreieck und da würde ich dir vielleicht statt AS-Rom einfach mal so ein bisschen, ja, vielleicht ein Juventus-Dreieck empfehlen mit Chiellini, dann hier eben Lichtsteiner und dann da vielleicht so ein Marchisio oder so. Das wäre alles möglich. Oder du machst es halt so, dass du zum Beispiel Lichtsteiner nur hier hinpackst und dann hier eine Legende. Ja, also du hast mir geschrieben, dass du einige Coins auch hast. Deswegen wäre so eine Legende schon was ganz Ordentliches. Da müsstest du, glaube ich, ein bisschen noch sparen. Aber das sieht schon richtig, richtig sick aus. Der hat echt nicht schlechte Werte. 78 Tempo, 88 Defending, 85 Physis. Und da würden halt auch alle auf Full Cam kommen. Und ja, Mertens kommt hier natürlich nicht auf Full Cam, weil er nicht als ZOM umgewandelt ist. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und sonst hättest du natürlich noch die Möglichkeit, hier für Lichtsteiner Zanetti zu nehmen. Denn der sieht auch nochmal, boah, der sieht echt richtig, richtig gut aus. Die Linksverteidigerkarte von ihm sieht auch nicht schlecht aus. Aber die Rechtsverteidigerkarte auch komplett solide. Und das wäre dann doch nochmal ein Upgrade zu Florenzi. Also da kannst du dir überlegen, wie du es machst. Aber hier eine Legende, das wird schon richtig gut reinpassen. Denn dann hast du viel mehr Optionen auf jeden Fall. Dann kannst du halt hier als Rechtsverteidiger eben zum Beispiel auch eine weitere Legende verwenden. Und sonst, ja, der Sturm, der ist krass mit Hernandez, mit Del Piero, mit Dybala, mit Mertens. Ich könnte ja natürlich jetzt da irgendwie eine andere Icon hinstellen für Dybala, aber das weißt du, denke ich, selber, dass man da zum Beispiel einen Hagi spielen könnte oder so. Es gibt einfach krasse Legenden, also Upgrades wären hier natürlich weitere Legenden. Und sonst halt natürlich auch die Special Cards von den einzelnen Karten, zum Beispiel ein Vidal Inform wäre eine Option oder ein Nainggolan Inform, aber das kostet dann natürlich doch nochmal einige Coins, aber so denke ich, würde das Team auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen. Und Props gehen raus an dich, Marvin, das ist echt eine schöne Mannschaft. Okay, dann gehen wir rein ins zweite, ja, wie gesagt, von insgesamt 5 Teams, wir gehen hier rein in Dream Squads. Und das zweite Team ist vom Steff. Er spielt in der 4-3-2-1-Formation und da ist wieder ein Spieler weg. Wieso ist da schon wieder ein Spieler weg?
Ja, keine Ahnung, wieso Costelli da jetzt ausgebaut war. Anscheinend habe ich den irgendwie mal, weiß ich nicht, irgendwie verschoben in meinem Verein oder so, dass er jetzt weg war. Aber jetzt ist er halt wieder da und jetzt ist das Team vollständig. Im Tor der Buffon, dann Alexandro als Linksverteidiger, Chiellini und Costelli eben in der Innenverteidigung. Dazu dann Hector Bellerin, Bakayoko, Fekir in Form, Matuidi in Form, Neymar, Mbappé und dann im Sturm noch Alessandrini. Und ja, auch zu diesem Team kann man direkt mal sagen, es ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und das ist wirklich ein Top-Team, auch sehr, sehr Weekend League-tauglich. Und ich möchte jetzt ein paar Verbesserungen geben. Und zwar wäre hier vielleicht, ja, statt diesem Arsenal-Doppelpack hier, ja, so ein Chelsea-Doppelpack. Doch, vielleicht ein bisschen rentabler. Und dann natürlich noch für Bakayoko dann den Kanté. Ich habe auch beide gespielt. Ich habe Bakayoko und Kanté gespielt. Und ich bin auch der Meinung, dass Bakayoko nicht so gut ist wie Kanté, sondern dass eben Kanté dann doch stärker ist. Also mir gefällt Kanté halt besser. Viele sagen aber auch, dass Bakayoko stärker ist. Und ja, in der Innenverteidigung hätten wir dann David Luiz mit 70 Tempo, 84 Defending, 81 Physis und halt wirklich fast 1,90 groß. Also das ist schon eine absolute Maschine da hinten. Und Zappa Costa ist auch ein sehr, sehr solider Rechtsverteidiger, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Habe ich auch schon gespielt, habe ich auch in der Weekend League gespielt und hat bei mir auf jeden Fall keinen schlechten Job absolviert. Also ich würde sagen, so wäre das schon mal in Ordnung. Und dann hättest du aber auch die Möglichkeit hier, statt dem Chelsea-Dreieck ein Manchester United-Dreieck zu nehmen. Das nehmen auch viele bessere Spieler, Elite-Spieler, teilweise auch E-Sportler, so Valencia oder so wird oft gespielt von E-Sportlern, der Inform dann, aber die normale Karte ist auch absolut krank. Und dann halt hier mit Pogba, das wird dann halt hier mit den Franzosen auch alles gut linken. Und ja, Bailly, absolute Maschine, kann man nicht viel dazu sagen, das ist einfach ein Biest. Dann Valencia, 87 Tempo, 85 Physis und die 85 Physis sind so ausschlaggebend, der ist so krank als Rechtsverteidiger. Und dann hier halt noch Paul Pogba, das wäre schon echt eine starke Verbesserung. Also fast am besten wäre fast eigentlich das Manchester United Dreieck, aber du kannst natürlich auch, wenn du nicht ganz so viele Coins hast, erstmal das Chelsea Dreieck ausprobieren. Und ja, ansonsten habe ich da nicht wirklich viel zu verbessern. Du kannst hier natürlich einen Marquisio spielen, den ich eigentlich ein bisschen bevorzuge, aber dann wäre dein Mittelfeld vielleicht ein bisschen zu offensiv, also eigentlich passt das Ganze auch schon. Einen anderen Franzosen aus der Liga habe ich leider nicht gefunden, da gibt es leider nicht so viele. Fekir ist aber ja eigentlich ein starker Spieler gewesen in den letzten Jahren, der Saib Gordon, Grüße gehen raus an dich, der meinte aber, Fekir ist nicht so gut. Ja, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gespielt in den letzten Jahren, hat er mir aber gut gefallen, deswegen kann man ihn, denke ich, spielen lassen. Und dann halt noch Neymar und Mbappé und Alessandrini, also Neymar habe ich auch noch nicht gespielt, aber Mbappé und Alessandrini sind solche Maschinen. Ihr seht hier, Alessandrini habe ich auch gerade noch, und der hat in meinem Verein 250 Spiele circa gemacht und dabei 200 Tore gemacht und 150 Torvorlagen, also ja, absolute Maschine, der rasiert einfach. Und im Tor, das passt eigentlich auch alles ganz gut. Du kannst natürlich hier upgraden auf dich her, falls du dann eben noch Coins hast, aber ja, das wäre auf jeden Fall mal die erste Verbesserung, der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ja, das ist ein krankes Team und da gehen auf jeden Fall auch Props an dich raus, denn das ist echt keine günstige und auch wirklich keine schlechte Mannschaft. Und ja, dann gehen wir auch schon rein ins dritte Team vom Kaipsi. Der spielt in der 4-3-2-1 Formation im Tor der Ter Stegen, dann Costa, dazu Piqué und Miranda in der Innenverteidigung, Cancelo, dann João Mario mit Fred und Paulinho und dann Tyson, Immobile und Anderson. Also es ist ein Team, was man nicht ganz so häufig sieht, und es ist auch eins, welches nicht ganz so teuer ist. Ich habe versucht, dass ich eher teurere und aber auch günstige Teams mit einbaue, damit ihr da wirklich euch vielleicht das ein oder andere Team auch nachbauen könnt und dann eben ja in euer Ultimate-Team halt reinbauen könnt. Und ich habe hier auch weitere Verbesserungen für dich. Du siehst hier, ich habe da so ja, drei Päckchen für dich vorbereitet, und zwar wäre das erste Mal hier, statt diesem Inter-Mailand-Dreieck, könnte man sagen, einfach mal ein AS-Rom-Dreieck zu nehmen. Du könntest hier natürlich Nainggolan spielen lassen, der kostet aber dann doch einiges, deswegen wäre vielleicht De Rossi auch eine Option, denn De Rossi ist zwar nicht ganz so schnell, aber ist halt ein Defensiver, und dadurch, dass du hier Fred und Paulinho hast, die sind beide eher so Allrounder, da wäre dann ein Defensiver nicht ganz so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Und Manolas ist wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr physisch stark, und der kann einfach wirklich alles, ist ein Top-Innenverteidiger. Und Florenzi ist halt auch verdammt solide, also der macht auch keine Fehler, hat 85 Tempo und das ist wirklich ein starker Rechtsverteidiger. Und dann habe ich noch weitere Verbesserungen, und zwar, ja, den Linksverteidiger kannst du eigentlich beliebig upgraden, du könntest ja auch eine Legende oder so hinstellen, aber das brauchst du eigentlich gar nicht. Ich würde dir Jordi Alba empfehlen oder Marcelo oder eben Felipe Luis, ja, aber am ehesten eigentlich sogar Jordi Alba oder Marcelo. Und ja, Jordi Alba, was kostet der? Der dürfte jetzt auch nicht ganz so teuer sein. Ja, das hieß es hier, circa 40.000, 50.000. Und der hat halt wirklich auch kranke Werte. 93 Tempo. Und ja, das ist einfach ein Biest als Linksverteidiger. Und dann hätte ich noch zwei weitere Verbesserungen. Und zwar, ja, du kannst ja im Sturm eigentlich eine Legende spielen lassen natürlich. Entweder oder halt einfach einen Brasilianer. Du musst da gar nicht
Immobile spielen lassen. Du könntest auch zum Beispiel Wagner Love in Form nehmen. Das ist eine Karte, die sieht man einfach nie. Deswegen würde ich es krass finden, wenn du den da einbauen würdest. Also ich bin der Meinung, das sieht eigentlich dann ziemlich stark aus. Der hat sogar 5 Sterne Weakfoot, was ich sehr, sehr cool finde. Und das, da würden halt trotzdem alle auf Full Cam kommen und das wird dann eigentlich auch linken. Oder du lässt halt Gabriel Jesus spielen, vielleicht sogar die Inform-Variante, aber der normale reicht da denke ich auch aus. Kostet halt auch so seine 40.000, aber der hat halt auch wirklich ja, eigentlich bessere Werte als Immobile. Ich meine, Immobile ist halt ein anderer Spielertyp. Ja, Jesus ist eher so der pacige, der sweaty so Spieler. Aber Immobile ist dann doch eher so ein, ja, ein klassischer Strafraumstürmer, würde ich mal sagen. Oder du lässt eben Wagner Love spielen. Der ist, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Der hat auch wesentlich bessere Werte als Immobile. Das liegt natürlich aber auch daran, dass es seine Inform-Karte ist. Aber da gibt es auf jeden Fall einige Dinge, die du verbessern kannst. Wirklich cool finde ich, dass du Fred und Tyson spielst, weil die halt irgendwie nie genutzt werden. Und Tyson hat absolut geniale Werte. Der hat ja fast 80 Schuss auch noch. Das habe ich mir letztens erst gedacht. Und dann auch noch 4 Sterne Weakfoot. Also ich werde ihn, 4 Sterne Skills. Ich werde ihn, denke ich mal, in der Weekend League einwechseln und mal schauen, wie sich der spielen lässt. Das werdet ihr dann eh im Livestream wahrscheinlich dann auch mitbekommen. Und ja, das ist das Team vom Kypes. Ja, auch eine starke Mannschaft. Man kann nicht viel sagen, Leute. Ihr habt echt coole Teams am Start. Und wir gehen auch schon jetzt rein ins vorletzte Team vom Emi Luca. Und das ist meine Formation, die ich nicht ganz so häufig sehe, aber die sehr, sehr gut ist. Man sieht sie nicht so oft, weil sie nicht so leicht zu linken ist. Und das ist das Team von Emi Luca. Wie gesagt, er spielt in der 4-1-2-1-2 die zweite und im Tor hat er Hugo Lloris, dann hat er Dalbert, David Luiz, Varane, Carvajal, dazu Bakayoko im ZDM, Hamsik, Rui Costa, die Prime-Icon, richtig kranke Karte, dann Touré, Jesus und Mertens. Da gibt es auch einige Verbesserungen, aber das Team ist an sich auch nicht schlecht, aber das ja, weißt du, denke ich auch. Also das ist auf jeden Fall Weekend League tauglich. Und die erste Verbesserung wäre einfach mal Nainggolan für Hamsik. Denn Nainggolan ist halt einfach more beast als Hamsik. Ist halt einfach so, finde ich. Wenn man sich die Werte von Hamsik anschaut, das ist, ja, das ist nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nicht so krank. Und da würde ich ganz klar Nainggolan empfehlen, weil der halt auch wirklich linkt mit Mertens. Das passt da eigentlich eh gut rein. Und dann halt als ZDM wieder Kanté für Bakayoko, habe ich vorhin schon gesagt. Ich finde Kanté halt einfach um den Ticken stärker. Und dann noch als ZOM, möglicherweise, als ZM, möglicherweise die Bräune ist natürlich dann ein bisschen offensiver. Aber dadurch, dass du hier zwei Defensive hast mit Kanté und Nainggolan, kannst du hier eigentlich schon die Bräune spielen lassen. Ne? Also es wäre jetzt, denke ich mal, nicht so schlimm, denke ich, weil Kanté ist halt wirklich sehr defensiv und Nainggolan ist auch eher defensiv. Deswegen passt das eigentlich, denke ich, mit De Bruyne dann auch. Und im Sturm kannst du natürlich für Jesus Aguero nehmen. Aguero ist sicher keine schlechte Karte, kostet auch seine 500.000, 600.000 Münzen. Also es ist schon eine gute Karte. Oha, der ist voll gedroppt, Alter, 400k. Ich wollte mir den letztens erst holen, da war er wirklich bei 500, 600k, jetzt kostet er nur noch so 400. Und ja, somit wäre das Team dann wirklich sehr, sehr stark. Und hier kannst du natürlich nicht wirklich Ramos nehmen, weil der dann halt mit Lloris nicht linkt. Du könntest allerdings, fällt mir gerade auf, Ramos hier nehmen. Ne, dann wird Kanté nicht auf Fullcam kommen. Ich wollte gerade sagen Ramos und De Gea, aber das wird dann auch wieder nicht linken. Mit, ja, das wird viel zu kompliziert werden, deswegen Varane ist eh nicht schlecht. Und ja, Carvajal passt auch. Also das Team ist so dann wirklich nochmal um einiges stärker, aber es ist auch ohnehin ein sehr, sehr cooles Team, ein sehr, sehr interessantes Team, welches man nicht ganz so häufig sieht. Rui Costa, 90er Prime-Icon, soll so krass sein, aber ich kann mir solche Spiele einfach nicht leisten. Ne? Aber das ist auf jeden Fall das Team vom Emi Luca. Sehr, sehr schöne Mannschaft von dir auch. Deswegen, ja, dann gehen wir auch schon jetzt rein, würde ich sagen, ins letzte Team vom Sandro. Er spielt in der 4-4-2-Formation. Jetzt mal ehrlich, wann sieht man einen Spieler, der in der 4-4-2 spielt? Die ist aber nicht so schlecht. Also das will ich jetzt nicht sagen, aber man sieht es halt fast nie. Und das ist eine wirklich, wirklich geile Mannschaft. Als ich das Team gesehen habe, wusste ich direkt, das kommt ins Video. Und zwar hat er Oblak auf jeden Fall im Tor, dann Alexandro, Ferdinand, die Legend, mit Ramos, dann natürlich Carvajal, Okocha, Dele Alli, Matuidi, Pires, dann Mbappé und Kane als Player of the Month vorne nochmal im Sturm. Und das ist wirklich so ein Team, das ist genau gelinkt. Also da ist wirklich schwer, Verbesserungen zu finden. Ne? Ich habe dennoch eine gefunden und zwar wäre das einfach Griezmann für Mbappé. Aber ich muss auch sagen, Griezmann und Mbappé, die geben sich nichts. Also die sind beide extrem gut. Also man kann Mbappé ohne Bedenken spielen lassen. Aber ich spiele im Moment Griezmann, weil er mir irgendwie vom Spielertyp, ja weiß ich nicht, ein bisschen mehr gefällt. Der hat einfach so einen kranken Abschluss. Also der hat wirklich eine so gute Technik, gutes Dribbling, guter Abschluss, wie gesagt. Und den könntest du da eben spielen lassen. Und ansonsten ist es halt schwierig, da Verbesserungen zu finden.
muss leider sagen, Pires taugt mir überhaupt nicht. Den habe ich gespielt und der war meiner Meinung nach wirklich, wirklich schlecht. Er hat nicht schlechte Werte, aber er war bei mir halt einfach nicht so gut. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist er bei dir besser, deswegen lass ihn einfach mal. Und sonst kannst du da nicht wirklich viel machen. Du kannst natürlich hier die Informkarte von Matuidi nehmen. Hier dann natürlich die Prime-Icon von Ferdinand. Also man kann ein bisschen was machen, aber wirklich viel ist da eigentlich nicht mehr drinnen, weil dieses Team halt einfach schon so richtig krank ist. Im Tor natürlich De Gea wäre eine Option, aber Oblak ist, denke ich, auch mal was anderes, kann man auch spielen lassen. Und ja, Okocha, da kannst du auch dann irgendwann die Prime-Icon holen, wenn sie dann rauskommt. Und das Team ist auch wieder stark, 187er Rating, drei Icons sogar und viele hochgeratete Spieler, viele starke Spieler. Also wahnsinnig gutes Team vom Sandro, kann man echt nicht viel aussetzen daran. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch in sich auch schon wieder mit der heutigen Episode von Dein Team. Falls sie dir gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, wenn du das Ganze hier supporten würdest. Und falls du mir dein Team senden willst, dann schick mir das unbedingt einfach bei Instagram per Direct Message. Falls ich nicht antworte, bitte nicht böse sein. Ich versuche auf alles zu antworten. Wenn es sich zeitlich nicht ausgeht, dann geht es halt nicht aus. Da kann ich leider nichts machen. Aber ich gebe mir mein Bestes, um ja eben zu antworten und kreative Teams rauszusuchen und da dann eben was Schönes zu zaubern für die nächste Episode. Wie gesagt, wieder 5 Squads beim nächsten Mal. Und damit war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Leute, checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Ich habe die Beschreibung allgemein mal ein bisschen aktualisiert. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ich habe da wirklich ja das ein oder andere noch verändert. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Leute, vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Video und ciao.